Du fängst mal. Henning. YouTube hat mir eine Benachrichtigung geschickt. Scaraborn. Nightmare Mythic. Braucht noch jemand was aus dem Haar? Ich kaufe gerade noch Bufffood. Die Tür, du musst dich mal sofort daran porten. Warum? Weil du da noch Leute ran portest, die gleich mitkommen. Dann. Ach so, ja, okay. Darauf achte ich halt nicht. Ich porte halt alle, die nicht da sind. Okay. Wollen wir schon ran? Dann am besten einfach drinnen Portstand stellen und wenn dann alle mithelfen. Ah, stimmt. Was ist? Es sei denn, du bist selber nicht gestellt, klar, aber dann sagen wir das. Falls jemand Crit Bufffood braucht, ich hab 100 Stück gekauft. Wow. Iso, warum kaufst du nicht Mats und ich stell's dir her? Weil ich nicht so clever bin wie du. Mir wurde irgendwie gesagt, dass ich am Anfang surrendern soll und sterben soll und dann später gerest wird. Machen wir das echt so, oder? Wir brauchen hier den höchstmöglichen Schaden in den ersten 50%. Okay. Wir machen auch sofort Kampfmotion, du kannst sofort surrendern. Kannst voll abfahren, Ace. In der letzten Phase hingegen, da kannst du richtig tot sein, das stört nicht weit. Ja, nee, ich kann nach 2 Minuten gerest werden. Ja, dann ist der Boss wahrscheinlich tot. Okay. Wie lange ist die Push-Phase? Oh, ziemlich genau 3 Minuten. Können wir schon rein? Weil, also wenn wir das schon so machen, das bringt mir halt überdimensional viel mehr, wenn wir Bloodlust um 20 bis 40 Sekunden verzögern. Das geht nicht. Allen anderen viel weniger. Nee, das geht nicht. Also, so. Bloodlust wird am Anfang gezogen für alle, für die ganzen Procs und Trinkets und drum und dran. Ja. Das ist in dem Fall noch höher als dein Gewicht. Außer wir verrecken dann alle in Bloodlust endlich. Oder dann ist das über die Cheese-Taktik geholt. Hallo Boys. Moin. Guten Tag. Ey. Oh, Daddy, da ist. War für mich super Druid, ich hab's noch nicht gesehen. Ja, irgendwie müssen wir jetzt gerade noch Super Druid unterbringen, aber wir wissen. Gerade ehrlich gesagt nicht wie genau. Aber eine Eule macht dermaßen guten Schaden hier bei dem Boss. Und Anregen. Und Anregen. Ah, es wird muss rein. What the fuck? Aber die Frage ist, wie kommt Super Druid rein? Boah. Für wen? Ich will jetzt eine richtig gute Antwort geben. Ist ein Instanzportal. Bist du raus? Probier. nee, also ganz ehrlich, wenn wir Super Druid reinholen, dann würde zum Beispiel bei den Rangers würden in Frage kommen. Haze, trotz Rinnert und die Hunter, die machen bei dem Boss guten Schaden, aber nicht sehr guten Schaden. Da würden Hunter in Frage kommen. Hunter können allerdings die Viecher, die Roots clearen. Da ist die Frage, wie wichtig ist das? Wenn wir Super Druid für den Melee reinholen, dann würde wahrscheinlich Monkbot in Frage kommen. Nichts gegen Monkbot, da war soweit alles in Ordnung, aber es ist halt so, dass ein Monk bei dem Boss selber ja, so wie wir ihn spielen, nicht ganz gut aufgehoben ist wie andere. Oder wir packen eine Mages raus, was halt, die machen allerdings auch so guten Schaden. Das ist alles kacke, aber Super Duos ist bei jedem der genannten Beispiele wichtiger, denke ich.
an Regeln. Geh die mal da raus, Wurm. Nein, ich hab grad schon Heal kurz geschluckt. Sorry, Ray, ich muss nur telefonieren, ich hab jetzt nicht mehr. Habt ihr das Setup? Danke. Die Wisps, die spawnen doch auch häufig geklumpt, oder? Wir grippen die. Das ist nice. Aber häufig würde ich nicht sagen, sie kommen nur ein einziges Mal. Die spawnen nur einmal bei unserer Taktik. Okay. Ja gut, dann bringt man Ring doch wir brauchen in 2 Minuten 45 Sekunden 65% am Boss. Also, deine Aufgabe ist an für sich, am Boss durchzuziehen, nichts anderes. Okay. Komplett. Ja, was mit der Sister? Wenn... Ich kann gerade switchen für Twist of Fate und einmal 90 Insanity oder so. Ja, also ich werde dann halt schon schauen, wie davon losgeht, damit ich halt den Bock krieg. Und sag mal, hatte ich das richtig verstanden? Du kannst auch ohne... Kannst du ohne Damage-Verlust in Dispersion rumwuseln? Nee. Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt irgendwie richtig hohe Stacks hab und Dispersion mache, dann ticken meine Dots ja immer noch. Aber ich kann halt währenddessen nichts machen. Also ich benutze es in der Regel entweder als Panic-Button, wenn ich kurz davor bin zu sterben, oder halt hier bei Szenarios, um halt Roots zu clearen, wenn das gerade zu viel wird. Ah, na, nutzt das auf jeden Fall so, dass du den meisten Schaden dadurch machst. Aber pausierst du nicht so den Insanity-Abfall dadurch? Ja, aber der Drain wird nicht pausiert. Das bringt also eigentlich nichts, so, außer okay, dass du Zeit verschwendest, um noch einen Void Torrent zu kriegen. Okay. Ich geh gleich mal Bordstein, muss ich noch warten. So, ja. Uns das gern. Hat jemand noch ein paar Healpots? Ich hab nur noch 6 Grad und auf der Bank sind glaube ich keine mehr. Mich ja, kannst du auch anhandeln, ich hab genug. Ja, Healpots. Gesundheitssteine nicht ist, die musst du gar nicht, eigentlich gar nicht stellen. Die heilen nämlich weniger als ein Healpot. Ja, übertreibt nicht, Mann. Ich will auch welche haben. Kannst du mir 100 geben? Nee. Schade. Ja, da braucht Super Druid noch eine. Und die hat er schon. Schon gut. Genau, Haze, hast du auch schon so eine Vantus-Rune? Nee. Dann können wir noch eine Vantus-Rune herstellen? Nein, hab ich nicht. Ich brauche noch 3 Minuten. Okay. Erklär schnell Haze und Druid, was wir machen, okay, bitte. Was auch schon. Ja, aber du. Also, ihr beiden wart ja nicht dabei beim letzten Mal und hier die wichtigen Änderungen. Wir werden den Boss mit Hero pullen. Die Drachen werden wir bei grün tanken. Am Anfang stehen die bei grün. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich überall in der Nähe von X verteilen. Steht nicht zu sehr in Melee Range. Damit ihr nicht Gefahr lauft, die Dorn durch die Minis zu kiten. Moment. Jo, mache ich kennen. Ach, scheiße, wir machen das anders kennen. Überprüft nochmal eure Skillung und alles, ob ihr alles dabei habt, was ihr braucht. Hier kennen jetzt hast du gerade Zugriff. Okay. Oh Gott. Oh, die Genbank ist leer. Okay, WB.
Generell verteilt stehen und wenn möglich das Gestrüpp nach hinten rauskalten. Das ist das Allerwichtigste hier, dass man gut mit dem Gestrüpp umgeht und dadurch keinen zusätzlichen Schaden nimmt, weil wenn das passiert, ist man in der Regel tot. Und tote Spieler können wir uns hier nicht leisten. Wir haben genug Schaden, wenn alle überleben. Wir haben so viel Schaden, dass wir es uns erlauben können, hier und da einen Damage-Verlust in Kauf zu nehmen, um dadurch sicherer zu spielen. Also mal einen Schritt mehr nach hinten und nach vorne zu machen. Klar muss man hier möglichst viel Schaden machen, aber niemals so viel, dass man irgendwie einen Tod riskiert. Jo. Wer sind nochmal die Midis, die auf die Triade gehen? Nur mehr Dante die Woche? Letztes Mal war nur Dante, ja. Nein, letztes Mal war es Dondi und Monkbot, jetzt haben wir Super Druid dabei und Haste, der noch dort setzen kann. Ja, wenn sich's ausgeht mit seinem Surrender to Madness. Ja, was? Und ihr killt euch vorne beim Boss nicht, oder? Gegenseitig. Das geht sehr aus, ja. Das haben wir sehr gut gehandelt eigentlich, ja. Finde ich. Ja, wenn der Platz zu eng wird, müsste halt Kane oder so wahrscheinlich switchen. Ja, aber wie gesagt, das hat letztens. Wer macht denn da so komische Geräusche? Iso. Denkt bitte daran, eure Stacks rechtzeitig zu resetten. Ihr habt einmal kurz bevor die Wisp spawnen, könnt ihr noch einmal resetten und dann noch einmal, wenn die Dryade da ist. Das ist dann allerdings der allerletzte Zeitpunkt, an dem ihr dann eure Stacks resetten könnt. Budenflasken mal. Seht zu, dass ihr da nach Möglichkeit nicht über so, keine Ahnung, 25 Stacks oder so kommt. Das wäre schon. Lichtritter beginnt. Im P3 werde ich anfangen, dann nimmt einmal Lichtritter, dann ich. Ich werde die Cooldowns kurz bevor es, also was ihr Lichtritter geben sollt, nochmal ansagen. Im P3 schauen wir dann, dass wir, wenn ihr die Dinger ansetzt, die Wände, dann sagt sie, in welche Richtung sie gehen, zu welcher Farbe. Also zum Beispiel von Blau zu Mond oder Blau zu Silber, so. Aber schauen wir, dass wir da schnell hinkommen heute. Dodgt den, also wenn die Wände kommen, auch großräumig. Die machen nämlich nicht nur, wenn man sie berührt, Damage, sondern so ein kleines Umfeld. Aber das werden wir hoffentlich nicht so schnell sehen. Ah, ich meine, nicht so oft da drin stehen. Aber sollten, glaube ich, eine Person ausmachen, die es sagt, oder sonst sagen das vielleicht 10 Leute und dann Chaos. Ja, es müssen schon 2. Also ich werde sicher von hinten ansagen, weil ihr habt einen guten Blickpunkt. Ja, klar. Aber was vorne passiert, kann ich zum Beispiel nicht sagen, da muss dann noch irgendwer anderer. Wie gesagt, ich werde 10 Leute sagen. Ein bisschen was sagen. Aber okay, ein Final Ready Check noch. Blask, Waffeldeck, Rune, Iso und Kane. Ich habe gerade noch Heldränke auf die Bank. Ah, oh, sehr gut. Okay, nehmt sich nochmal Heiltränke. Mehr ist nicht, mehr ist jetzt nicht ausgegangen in der Zeit. Und sonst mich anhandeln, ich kann auch noch welche ergeben. Besudelte Verstärkungsrunden. Nein, die Gildenbank ist verschwunden. Gibt's sonst noch Fragen? Von irgendwem? Wenn nicht, heute hoffentlich sind alle. Feiervierer ist, du kriegst einfach 20% Haste. Oha, was? Kommt's Leute, heute gibt's gegrillten Halbhirsch. Ja, also Haste wird jetzt erstmal sein Timing herausfinden müssen. Ich komme aus, glaube ich, mach das bitte dann in der Pause. Ja, ja, nein, ich mache jetzt noch nebenbei, währenddessen okay. Ist Ready Checks macht. Sind alle und ready, Full Timer kommen. Ja. Knackpunkte. Runen überleben und Lichtritter aufschießen. Lichtritter aufschießen. Gestrüpp. Und passt auf eure Stacks auf, das können wir noch besser. Und Potten und alles am Anfang. Save and tangle the corrupted.
Storm kommt gleich. Jetzt kommt Storm. Oh fuck, das verfolgt sie. Oder? Mehr ist Damage auf der Edge. Neue Dawn. Hat sie cleared? Battle Red sofort raus. Leider ist es tot. Die Wisp leben viel zu lange. Oh. Ja, die leben nicht. Lebt immer noch die Wisp. Ja, ja, resetten. Phil, was war bei dir das Problem? Ich musste die Brambles rauskiten, war dann out of range und gestorben. Ja, das wirst du in der nächsten Klasse wahrscheinlich eh optimieren können. Mage-Tisch bekommen, bitte. Ah, oh, klar. Steht. SC. Oh, der Kentriger-Krass ist wieder da. Ich sehe nicht, bin zu weit weg. Haben alle eine Rune? Also diese Vantis-Rune? Kane und Superdrill sind neu, aber die haben beide eine drin, der Rest sollte noch haben. Ja, alle sind ready, Pool Time, komm. Ich bin nicht neu, was sagst du? Superdrill und Haseboy. Okay. Bitte nicht liefern. Och, GG. Last resetten. Ja. Nicht neben den Schurken stellen beim Pull. Leute, konzentriert euch, das sind einfach reine Konzentrationsfehler. Ich hatte mir einen Pott gezogen. Ich auch. Wie lange hat er? Eine Minute? Jo. Ja, gut. Ich muss schon kurz was trinken in der Zeit. Das ist eine gute Idee, mein Kaffee steht. Ziehen wir nicht eh Raw zum Pool, also bitte geht's gar nicht so nah ran. Nein, ich kann Raw ziehen. Brauchen wir sonst eh nicht, oder? Also, hast du nur 2 Minuten Pool, oder? Ja, das ist, kann ich nachher, kann ich ziehen. Raw kommt dann immer bei 2 Sekunden. Weil danach muss ich selber schon die ersten Fähigkeiten casten. So, alle ready? Pull kommt. War hier auch noch so eine Fläche hier auf dem Boden? Ja, ja. Buggy. Das ist die Kentwigger-Fläche. Five, four, three, two, one.
So, Rush gleich. Storm, komm. Storm jetzt. Markus, die Brown ist weg. Was gleich? Oh. So, offen, AFs, AFs. Okay. Ich bin nicht dran, zwar. Runtergefallen. Ah, zwei. So, Burst gleich. Wisps. Ein Mist bei den Medis. Alles switchen da. Okay, ist gut. Ne, da ist noch einer. Okay. Das geht jetzt mal schneller mit den Wisps. Das ist ein Jäger, wenn er tot ist. Die machen da wahnsinnig viel Schaden. Okay. Resetten, oder? Die Idee so. Jo. Was ist da jetzt mit den Wisps los? Ja, das war jetzt mein Fehler. Ich war gewurzelt, wollte mich raus disengagen und bin genau in dieser eine Lücke, die da neben dem Boss, wo der da am Anfang gespawnt ist, runtergehüpft. Haze nur clearen, wenn es wirklich auf gar keinen Fall ein Damage-Verlust für dich ist. Mhm. Was machst du, Schurke? Ja, Richard cleart früh genug, nachdem zweimal komplett das Gestrüpp da durch den Raid gegangen ist. Kurz bevor die Wisps spawnen. Mirko noch Fuden, die sind alle ready. Jo, bin ready. Mal schauen, mal kommen. Oh, sorry. Sind sie beide? Nur ein. Nee, nur einer. Das passt schon. 5, 4, 3, 2, 1. Die Impurity muss be cleansed. So, Burst gleich. Storm. Burst gleich. Ich judge vielleicht jetzt einmal. 2 Sekunden, ich hab grad die CD gezogen. Okay, ich renn. Jetzt ein Reset des Tanks. Worst gleich. Wisps kommen jetzt, auf jeden Fall resetten von den Wisps. Hoffe, es habt alle resettet. Mach den ersten Kick bei Sister. So Chase besser als. Ach, kann man noch nicht. Kann man nicht. Ja. Das geht euch.
Aus dem Buff raus, die Jungs da. Ich hätte mich gefällt. Kurz annehmen. Ach du Heilige. Perchen, schnell perchen. Tornado-Sister. Hab ich. Sister lebt zu lange. Aufpassen wegen dem Dragon. Wie viel Prozent ist die Sister jetzt? Reset, ist tot. Aber die hatten dreimal Zeug. Ach so, ich bin gestorben, wenn ich einfach Panic blinkt und dann gibt's Gestrüpp. Der Mensch hat aber fast auf Fluss. Ja. Ah, ich hab gefällt. Aber es switchen schon alle Rangers sofort auf die Sister, sobald die spawnt, oder? Das muss ich jetzt gar nicht gemacht, weil ich dachte, ich kann draufbleiben. Nee, musst du auf jeden Fall. Muss jeder Ranged Idee. Haze, wenn's geht, ein bisschen länger leben. Ich schätze mal, du wirst zu einer To Madness ist tot, oder? Ja, ja. Entweder später ziehen oder länger durchfuseln. Okay. Naja, aber es hat gerade schon nicht so schnell davor gewesen, ja. Stirbst, ist das in Ordnung. Wenn du davor stirbst, ist es nicht in Ordnung. Naja, genau. Ich hätte fast gefasst, oder andere. Wenn du gestorben wärst, glaube ich, wärst du rausgegangen. Nicht wirklich, ich habe ja fast keinen Schaden auf den Boss verloren. Ich war ja nicht lang tot. Was ist los, Phil? Hast du noch eine Frage? Bis wann muss ich überleben? 35%. 2 Minuten 45. Ja, das ist execute, da muss ich später. Das sind ungefähr 10 Sekunden, nachdem die Sister stirbt, in der Regel ist ja so ungefähr. Du kannst aber eigentlich auch, wenn die Triade spawnt, surrendern, weil die geht in execute und dann gehst du am Boss und dann kommt der in execute, so überlebst du am längsten. Aber sollen wir gerade am Anfang zu rennen? Du brauchst so für 50 Stacks. Also was Wurm gesagt hat, hat sich doch gut angehört. Ja, finde auch, das hört sich gut an. Lass uns jetzt hier weitermachen. Weil wenn ein Boss, also ein Mob in Execute Range ist, dann überlebst du länger, oder weißt du, Shadow Ward, Death, also Manga. Ja, also beispielsweise bei dem Baum hat's geholfen und bei den Wisps. Aber ja, weil, halt wenn du Downtime. Wenn du bei der einen Triade, die kommst, die, und die geht dann low. Dann haben wir mehr Damage auf der, wenn die schneller tot ist, können die Rangers schneller am Boss. Da hat man nämlich ein 10 oder 12 Sekunden Zeitfenster, wo man rein am Boss nuken kann. Und da geht der Boss auch in 35% Phase. Oh Gott. Das heißt, wenn du bei der Triade schon surrenderst, kannst du die 35% von der Triade ausnutzen. Bitte, und dann kommt der Boss in 35%. Jeder den Boss anhitten, Leute. Jeder anhitten. Ja, passt drum. Sorry. Alle Infert? Hab's gefettfingert. Gefettfingert. Buggy Fläche geht mir richtig auf den Sack. Ich seh's. Also du kannst reloaden. Dann ist sie weg. Nächsten Trash ist ja wieder da. So Leute, wir brauchen nur noch 99%. Fläche, die ist richtig hartnäckig, ja. Ne, die ist selbst nach dem Reload noch da. Ach, jetzt ist mein Portal wieder weg. Vielleicht gibt's hier Damage Buff. Meinst du? Guck sie einfach an, das klappt immer. Du musst deine Rune beim Pull da reinstellen, dann kriegst du Doppel Buff. Oh ja. Okay. Alles in ready, Pull da reinkommen. Das wird zu eng. Egal. Konzentration, Leute, wir wollen jetzt einmal in Phase 3, 2. Und weniger labern wir in 3, danke. Rest gleich. Okay, ist was nach. Down.
Neue Bombits. Was gleich. Ich hab cleared. Reset jetzt nochmal die Stacks von den Wisps. Wisps kommen gleich. Jetzt kommen Wisps. So, Burst gleich. Achtung, Nidalos. Wo ist bei den Medics? Okay, ne, passt. And Whisper hat noch Max. Medics und Wisps. Alle auf die Sister. Du musst dich bewegen. Was gleich? Ich hab Special Rits. Hab schon. Auf, okay. Ah. Was gleich wieder? Das ist jetzt auch der, die Stelle für den zweiten Pots und so. Ja, alles jetzt raushauen. Wir haben jetzt noch paar Sekunden. Ich bin oben. Ja. Ich glaube, da haben ja auch ein paar Leute jetzt nicht die zweiten Pots gezogen. Ja, das war jetzt haarscharf. Das war jetzt das Zeitfenster, weil jetzt sind wir in der P3. Würden wir ihn dann da herziehen, wo er zu Beginn steht. Natürlich würden keine Ads da sein. Wende von Blau nach Silber und von Richtung Blau. Die Sister lebt immer noch zu lange. Ja. Also die Leute, die letztes Mal Pots bei der Sister gezogen hat, bitte auch wieder. Weil. Soll ich da auch einziehen, Mirko, sonst? Oder bei mir ist es halt egal, wann ich ihn ziehe. Wenn es egal ist, kannst du den auch auf der Sister ziehen. Umso schneller die stirbt, desto eher können wir wieder auf den Boss switchen. Und desto weniger blödes Movement haben wir da hinten. Das ist ja alles Damage-Verlust immer. Derben einstellen und die Pots jetzt nicht vergessen, die zweiten. Nach den Wisps müsst ihr euch auch ein bisschen verteilen. Steht da nicht geknubbelt mit vier Mann wie gerade, weil sonst kommt ihr mit den Debuffs nicht mehr weg. Alles sind ready, pull down. Just saying, no offense. Kami bisher nicht gestaut davon. Hehe. Wie lange war heute? Was gleich? Fuck. So. Jetzt. Is that you, Herosham? Sacred Vines. Entangle the Clarity. We are here to save you. Was gleich? Bist du mehr auf das Ad?
bitte clearen? Jo, ich renn. Was, gleich? Hi, Krill und Rest, ja. Hab schon. Danke. Werte Ports und so nicht vergessen. Aber die Milis ist gerade recht wenig Heal. Alter! Da kam auch zwei Wiss durch, da kam unnötig viel Schaden. Entschuldigung. Haben wir keinen mehr. Was gleich. Oh Leute, Dieps. Zweite Ports nicht vergessen. Ah, da fehlt eine Idee. Ja. Was kannst du setzen? Warum sterben heute schon wieder so viele? Da kamen gerade zwei Wisps durch. Eine kam direkt zu mir durch, da bin ich dran gestorben. Und eine ging in eine andere Richtung. Die ist auch explodiert. Können wir nach der Dorf zweimal miteinander einmal clearen noch? Geht das? Beim Übergang, wenn wir ihn gepusht haben, da clearen wir dann. Okay. Es gehen auch nicht alle auf die Wisps, bitte. Alle Ranged Days mit auf die Wisps. Und. Ah ne, Sister Schaden sieht ganz gut aus. Starten, bin ready. Liegt die Mount? ETF, ich war pinkel. 5, 4, 3, 2, 1. The impurity must be cleansed. The battle is joined. Villains, you poison the children of the dream. Sacred vines entangle the corrupted to save you. Was gleich? Komm, Bauch. Wir haben bloß bei den Minis. Ja, ich muss clearen. Was gleich? Mehr Damage auf Sale. Wisp-Moment. Ah. Einer bei Mili. Quest gleich.
Super, du musst halt 6 resetten, schnell. Super. Wow. Und zweite Purzel durchziehen. Rettet nochmal bei der Grütze. Oh, der Drache war zu nah dran. Go, Jungs. Ich bin tot. Dann rettet's. Dann kann. Zieht ihn zum Beginn hin, ja. Alles auf Linksritter, oder? Noch nicht. Sag, wenn ich cool am Ende sage. Ich klebe ihm dahinter. Jetzt alles auf Linksritter. Achtung, Wände gehen von Rot nach Blau-Grün. Und raus aus der Grütze. Raus aus der Grütze. Müssen Szenarios gleich rausholen. Glaub ich. Was hat der Lichtritter alles für Cooldown? Das ist... Meine Alpen hat er, ja. Es kann auch sein, dass der Leuchter drin stand. Das ist damage abhängig, wie viel der belastet. Ah, Ding. Aber Leuchter drin stehen wir jetzt auch größer. Ja, aber. So wie jetzt. Ja, aber schau, wie groß die waren. Aber egal, nochmal. Jetzt haben wir das gesehen. Ihr habt es gesehen, die Wände. In dem Zeitpunkt, wenn wir die Phase erreicht haben, machen alle, die clearen können, clear nochmal Brambles. Jetzt gerade sind übrigens Sie und ich gestorben. Der Drache, der stand sehr nah in der Mitte und der hat in den Rettungsbus. Das ist leider manchmal der Fall, wenn jemand einen Stacks resetten gehen muss. Normalerweise, also letzten Welttag hat man es gar nicht gemerkt, habe ich hier hinten noch irgendwelche grünen Pfützen. Ha? Diesmal sind sie alle vorne gespawnt. Das war halt leider Pech. Kann man dann das, muss sie halt weit laufen. Kann man das timen mit dem Resetten, dass du das zwischen dem Bus machst? Ja, ich time das schon, aber wenn der Laufweg irgendwann richtig weit wird und es ja, ist okay, klar. Der Breath von den Drachen ist manchmal synchron, dann ist perfekt, dann kann ich super laufen. Manchmal ist er asynchron, also unterschiedlich. Und dann ist scheiße, weil dann bleibt der eine mal da und der andere mal da und dann ist das Zeitfenster recht knapp dazwischen. Aber das war jetzt eher, ist eher Pech. Ja, also letztes Mal hat man es ja gar nicht gemerkt. Ah. Jo, klar, ist ja auch zum ersten Mal passiert gerade. Ich werde es nächstes Mal einfach ansagen, wenn sowas passiert. Dann kannst du zumindest vielleicht mal aus der Situation was machen. Was ist mit der Triaria? Ich brauche noch 10 Sekunden. Ist Fulltimer oder kann ich Fulltimer? Du kannst Fulltimer machen. Brambles bei Millis. Läuft gleich. Storm. Läuft gleich. Clear. Ruff gleich. Wisps. Ich hab's alle resettet. Ruff
den ersten. Ich kann den nächsten machen. So, Buff gleich. Hinten im Pfützen bitte da lassen. Achtung, Bandits. Der ist nicht schon tot sein. Mach den nächsten. Werteports und alles jetzt auf jeden Fall darum bauen. Wollen wir uns möglichst nicht so nah zu den Medis kiten? Aber die spawnen, ja, ganz resetten. Wieso habt ihr jetzt den Boss noch weiter da rechts tun? War das Absicht? Ich hab nichts tun, Licht hat ja gleich gespottet beim Zurücklaufen. Aber es ist trotzdem fehlt der Damage. Wir haben das schon geschafft, wie Leute tot waren und jetzt war. Ich hab's bei der letzten Frage geschafft, wo ich 100k DPS weniger gemacht hab, wegen Frost. Ja, also. Wir haben es jetzt nicht geschafft. Ich muss sie diesmal die ganze Zeit nur laufen, zum Beispiel, wegen Grumbles. Aber was auch immer du tust, wenn du läufst, lauf niemals zu den Milis. Das ist ganz mies dann. Vor allem diesen Laufweg zwischen Rot und Blau, den braucht man dann später. Und man kann ja nicht instant clearen nach dem Phasenwechsel. Also man versucht das ja, aber der Gegner muss dann ja auch erst dahin laufen. Also. Botten auch alle wirklich zweimal, klar. Oh, 20 Sekunden habe ich noch. Oh, 10 Sekunden auf Put. Okay, kann's jetzt. Sorry. Shit, kannst du... Na egal. 5, 4, 3, 2, 1. Die Impurity muss denk daran, häufig zu. So. Stacks müssen. Anregen. Fuck. Werft gleich. Danke, Danny. Ich hab cleared. Werft gleich. Mach den ersten. Ich mach den zweiten. Ruft gleich. Meine Pfützen bitte lassen für uns. Das sind drei Stück. Ja, aber die hinterste.
Jetzt zieht's alles noch, warte, go. Burst gleich. Deeps. Ja. Base Phase. Lol, was? Richie rennt. Was? Gleich. Er hat's nochmal. Ja, rief. Wie viel Note, Mann? Wie geht das? Aber wir brauchen 35%. War wahrscheinlich same second class. Kann man die Brumbles mit Shadow Mate loswerden? Ja. Okay. Also mit Vanish verschwindet. Doch, die Wende kommt mal. Das Problem ist, der Hut verschwindet, aber die Brumbles sind dann immer noch unter dir und du kriegst instant den nächsten Tick Schaden. Nee, ich meine das Verfolgen davon. Na, das ist Kacke. Ja, das würde ich aber auf gar keinen Fall machen, denn wenn du erstmal identifiziert bist, dass du es hast, dann ist das immer gut. Dass die Schwierigkeit an den Brumbles ist, erstmal zu identifizieren, an welchem Spieler die verfolgt werden. Ich könnte das auch totstellen, aber würde ich niemals machen, weil das springt dann halt auf irgendwen über und dann muss wieder neu herausgefunden werden, wem die Brumbles hinterherlaufen. Also wenn du siehst, dass sie auf dir sind, auf gar keinen Fall Shadow melden, sondern froh sein, dass wir wissen, auf wem sie sind und vernünftig spielen. Ich kann nur nicht. Sorry. 40 Sekunden. Ready. Okay, full time kommen. Nein, doch nicht. Oh, können wir, André? Ja, klar, macht einfach. 5, 4, 3, 2, 1. The impurity must be cleansed. So. Is that you, Hello Chan? Sacred Vine. Yes, sir. Entangle the corrupted. We are here to save you. Rest gleich. Richie cleared. Oh wow, fuck. Rest gleich. Wisps. Machen wir den ersten Kick. Da ist noch einer, Wisp. Rusk. Mach den zweiten. Achtung, du musst erstmal die Drachen vor zum Stacks resetten. Die Pfütze da hinten bitte lassen. So, Deeps. Läuft gleich. Sacred Vines, entangle the corrupted.
Okay, Stage 2 bringen zum Start. Alle löschen, die können. Reset das Deck, sonst geht. Haben wir dort nicht machen. Ja gut, drück. Was? Ich hab Battle Rest, den heben wir uns auf, oder? Ja. Sagt CDs an, Bro. Ja, Achtung, zieh zu grün, zu blau, zu blau, zu blau. Jetzt Cooldown, jetzt Cooldown. Ja, Bitch, ja. Und raus aus der Kurze alle, sofort. Denk ich, Dom, der nimmt jetzt eh alles. Ja. Was? Wurm dachte, du beginnst mit dem ersten. Mach ich den ersten? Ja. Ja, du machst den ersten, dann Lichtritter und dann wieder du. Mhm. Okay, dann war's mein Fehler. Was heißt, hat Lichtritter 2 und besser, du hast 2. Ja, okay, sorry, mein Fehler. Wurm war nicht im Nether. Ein Hirn war im Nether. Aber wir waren diesmal knappe, ich glaube 8 Sekunden schneller als bei jedem Trial bis jetzt. Jo, diesmal hat es ziemlich gut. Ist auch keiner gestorben. Ja. Ja, sorry. Was war jetzt bei euch die Wand vorne, oder was? Die nee, ich war schuld, hat, oder? Ich habe das Licht dritte lassen. Ja, dann einigen wir uns blau. Ohne Ansage, wir gehen einfach zu blau. Nein! Oder? Es geht ja nicht, es kommt auf die Wände. Wir mussten jetzt zu blau gehen wegen der Wand. Ja, aber. Wurscht. Wenn da die Wand kommt, blau, was ist Ansagen? Naja, im Endeffekt, wenn eine Wand und sozusagen unsere jetzige Position bedeckt, einfach im Uhrzeigersinn weiter. Ja, im Uhrzeigersinn sowieso, aber wenn die Wand, also wir hätten jetzt bei blau stehen können, also kurz vor blau, dann hätte uns die eine Wand nicht getroffen und die quer runter geht, dort kann man sich halt als Range dann hinstellen, die halt gleich beim Boss gesonnen ist. Aber ja, okay, ich nehme jetzt den ersten, sorry, Amalfi. Auf jeden Fall, Leute, konzentriert euch in der P2 eher nicht zu sterben. Wenn wir in die P2 kommen, dann ist das Wichtigste nicht sterben, weil dann liegt der Boss. Das ist eine Ansage. Das ist dann kein Damage. Kenn ich schon. Zuerst müsst ihr drücken, wie blöd, ja, aber in der P2 fällt der Druck weg. Ja, dann müsst ihr dann immer wie blöd draufdrücken auf den Boss. Er hat nur mehr 20%, müsst ihr bedenken. Also wir waren jetzt auf 23%. Wenn wir noch nicht mal eine Minute weiter überleben, dann liegt er. Auch wenn 5 keinen Schaden mehr machen können. Mhm. Wie gesagt, ab P2 ist kein Damage Race mehr. Nur noch überleben. Und vergesst nicht, dass wir mal Furion rausholen müssen. Ja. Auch die Milis, oder? Nein. Ja. Alle. Es sei denn, da ist eine Fläche drunter. Dann nicht. Ja, dann nicht. Ansonsten doch. Ja, sonst ja. Schnell, da draußen ist es besser. Oh, Mirko. Die Lache. Intrigue. Konzentrieren, bitte. Ruff gleich. Dom. Ruff gleich. Dead, Damage, Add. Ich würde retten. Ja, ist vorbei. Der hat zweimal gestompt, Leute, Mann. Macht's die Augen auf. Macht Schaden auf Zed. Umso eher da stirbt, desto eher kommen wir wieder auf den Boss. Ja, aber nicht switchen, oder? Ja, doch, man. Oh ja. Wenn niemand switcht, dann stirbt er auf keinen Fall. Also, ich bin immer voll am Ad drauf. Ja, ich auch, immer. Als Jäger. Klar. Wir haben ja auch hohen Cleaver, aber auch Leute, die keinen hohen Cleaver haben, switch ruhig aufs Ad.
Kannst du einen 30 Sekunden Pulltimer machen. Flasks nicht vergessen. Wenn dann jetzt langsam aus. Läuft gleich. Was bitte Bäume sagen? So. Läuft gleich. Wird hier cleared? Oh Gott. Im Chat jetzt nochmal respawn, ne? Läuft gleich. Wisp. Ihr werdet tot, Mann. Was gleich. Die Leute, die jetzt 15 oder mehr Stacks haben, sollten noch was hin. Bomb ist tot. Was gleich. Okay. Ist eh. Ja, richtig. Bei. Kannst du resetten? Er war jetzt 2% langsamer als sonst, ne? Ich meine, wenn wir auf die Reihe runtergehen, ist er normalerweise auf 45%. Er war jetzt gerade auf 47,5%. Die Wisp war noch so. Ziemlich langsam jetzt gerade. Das ist echt so abhängig, wer die Brambles kriegt, man, dass wir so eine Damage Schwankung haben. Also manchmal liegt es auf jeden Fall an, du Brambles. Manchmal spawnen die so beschissen. Und da müssen halt wahnsinnig viele Leute ausweichen. Manchmal hat man noch ein bisschen mehr Glück. Tobi ready. Jo, ready. Go Leute. Oh shit, könnt ihr warten? Doch nicht, bitte. Okay, 10 Sekunden kaputt. Wie viel? 10 Sekunden noch drauf. Also jetzt einen normalen Pulltimer und das passt. Ja, damit ist mein Tracking. Sorry. Ich sehe hier nur 2 Millionen Damage. 5, 4, 3, 2, 1. The impurity must be cleansed. Allies, to my side! Ah!
Läuft gleich. So. Rest gleich. Wird sie cleared? Reset jetzt nochmal eure Stacks bei den Quiz, die jetzt gleich kommen. Rest gleich. Nicht sterben. Was? Mach den nächsten, wenn er kommt. Schon wieder 2% langsam. Ja. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass jetzt alle auf dem Auto auf dem Baum. Ich glaube auch, dass alle jetzt auf das Ed gehen. Das explodiert halt. Ich weiß es nicht. Sehen wir das so machen. Na gut, wir hatten gerade auch einen Poten in P1, ne? Jetzt ja, aber trotzdem, wie gesagt, seitdem wir im Baum sind, sind es diese 2%. Ja, Baum soll genauso sterben, dass halt einen zweiten Stoppen macht. Nein, ich war sehr spät bei der Sister, weil ich weiß nicht, warum. Irgendwer hat komplett die Milis eingekesselt, aber komplett. Kommt nicht durch, bin hängen geblieben bei einer. Haltet einfach ein bisschen mehr Abstand am Anfang, dann kann das eigentlich kaum passieren. Ich war mindestens 10 Sekunden nicht damit oder mehr. Ja, ich hatte kurz vorher gerade freigeräumt dort. Das war wirklich so ein richtig schönes Quadrat, das Eck abgekesselt komplett. Schaut mal, ob ihr alle ein Fläschchen drin habt, meinst du? Wäre jetzt ausgelaufen. More damage! Oops. Digi Flask von Kitzka. Jo. Wollte mal kommen. Weg, der Drache bracht gleich. So, komm. Okay. Zum Arm auch, Leute.
Werft gleich. Reticliert. Zweite Pots und so, die Milis, die im Boss sind, vielleicht schon. Nicht vergessen. Was? Werf gleich. Ja, da fehlt schon wieder was, Mann. Wie können wir die Woche langsamer sein als letzte? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, geht's jetzt alle voll auf den Baum oder macht's den Baum? Nee, genau, der ging gerade gut down. Also der ging down kurz bevor er das zweite Mal gepreft hat. Okay, dann passt. Die macht beim Reiten mehr Damage als letzte Mal, ich versteh's nicht. King geht ab heute. Es ist halt eine Minute Fight und es waren einer kurz vor Tod und einer tot, jeden Try. Also nicht mal eine Minute überleben ist halt schon. Wie ist das denn in dieser Dryadenphase im Melee-Camp? Wir kriegen da kaum Heal, habe ich das Gefühl. Also Heal-Pots ja, für die Phase. Die ganze Gruppe ist low. Du musst, nicht, okay. Ausgeschlossen, das ist ja, so. Das Problem ist halt, dass wir da halt gerade bursten und oder ich burste da und dann auf Damage Stops einlege. Dass wir dann lieber warten sollen. Heb dir für das Healbots und deine eigenen Safe CDs auf. Das reicht nicht, das reicht das, bei weitem also bei nicht. Bei mir reicht das vollkommen, keine Ahnung. Also Heal wird da repariert mal. Heal wird auf jeden Fall von jeder Ecke gebraucht und. Ja, das ist halt die letzte ist mir schon schwere klar. Phase, bevor wir drüben sind. Danach ist alles. Auch als Ranged, ich schmeiß ja, dir sonst zieht er den Burst ein bisschen später. Gerade da, wenn die Trade down ist. Genau, darauf wollte ich hinaus, dass wir ein bisschen warten, dass das da entspannter wird halt. Aber wenn Damage Stop machen muss, klar, dann lieber ein bisschen später ziehen. Haze versucht irgendwie in der ersten Phase mehr Schaden zu machen. Läuft gleich. Down. Jo, Schlingi ist jetzt. Ich trigger die da hinten mit Healthbot. Oder ich bin scheiße. Sacred Lines entangle the corrupted.
Sorry für den Rätz. Ref. Kann man eigentlich resetten, oder? Resettet, Leute. Resettet. Wenn wir so knapp nur in Phase kommen und ich bin tot, ich mach null mehr. Und ein Rest ist schon raus. Hat Danny dich mit einer Wurzel gerettet oder was? Ja. Die Wurzel ist auf jemand anders schon an mir vorbeigezogen. Und dann dachte die Wurzel sich auf einmal, hä, Iso, den Wichser, den rettest du nicht. Und dann kam die Wurzel zurück. Auch so Pech mit dem grünen Grütz, Mann. Es waren drei grüne Grütze direkt nebeneinander. Ja, ich wollte ihn befreien. Ich habe einen Health Pot dazu ziehen wollen, aber ich habe genau dann irgendein sein Thorns DPS abbekommen und bin verreckt. Machen wir jetzt noch einen Trailer, machen wir eine Pause. Vor allem, die Grützen sind jetzt überhaupt schlecht abgelegt worden, oder? Komplett eine Lane gerade, oder? Wie abgelegt? Ja, die sind doch random, die Brambles meinst du? Nein, Brambles, glaube ich. Dass du so eine Linie machst. Genau. Habe ich gesagt, dass man die eher kreisrund legt? Ja, Kreis sind, glaube ich, das Beste. Das geht aber nicht. Der Lotto, wenn die links auf der Seite spawnt und rechts wird einer anvisiert, dann dauert das erstmal, bis man überhaupt herausgefunden hat, wer da auf der rechten Seite anvisiert wurde. Okay. Und da geht die halt erstmal so eine Linie und irgendwann findet man dann heraus, oh, die geht ja auf mich zum Beispiel. Und dann spawnt die Linie erst wieder. Alles in Reddit, wollte mal kommen. So, jetzt nochmal vor der Pause, letzte Phase kommen. Wurm bei der Nacht des Never. Ja. Ach, so. Mikko. Bleib gleich. Ja, schau noch den Baum. Wird sie cleared? Werfen gleich. Wo ist Slout, wurde sich vergessen. Rätz, zwar bitte. Mach den nächsten. Was? Kann den nächsten machen. Jetzt zurück zu den Phase. Lass resetten, mach mal Pause. Oh, guck mal, Lux. Aber das waren doch jetzt irgendwie 0,1% oder so, ne?
Ja, aber letzte Woche hatten wir zumindest von der Theorie her weniger Schaden. Und bei guten Tries sind wir allerdings zum Ende hin zumindest dann immer in die Phase gekommen. Das sollten wir jetzt eigentlich lockerer schaffen. Schaffen wir aber nicht. Wir haben... Ja, ich würde Dondi einfach am Szenario lassen, dann ist easy. Genug Range. Er macht aber 17 Millionen, meine Twisted Sister. Das ist schon krass. Ich mach 5 Millionen, das ist schon ganz gut drauf, aber Firebase kommt halt nicht ohne CDs. Ja, keine Ahnung, wir machen jetzt auf jeden Fall mal Pause, aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, wie wir eigentlich am Damage machen jetzt gerade eigentlich wirklich. Ja, wen haben wir noch auf der Bank an Damage hier? Ich mache jetzt erstmal Pause. Das kannst du vielleicht porten. Moment, kurz zusammen. Ja, klar. Ja, ich glaube, ich würde das jetzt mal ein bisschen anders machen. Weil ich surrender halt zurzeit ungefähr dann, wenn die Sister spawnt. Und circa 15 Sekunden später, 20 Sekunden später, muss das Szenario schon in die Phase gehen. Und ab da ist es ja eigentlich eh egal. Also mein Damage. Mehr oder minder. Darum werde ich jetzt, glaube ich, einfach mal surrendern, wenn der Baum da ist, und dann dürfte man sicherer reinkommen. Das ist jetzt 2 Minuten drin sein, oder? Oder Minute 30 halt. Ja, das Problem ist, so 2 Minuten geht echt nur, wenn Execute. Dann Hero ist, wenn ich es brauche, und wenn Execute ist. Aber das, keine Ahnung, 1.30 dürfte schon gehen. Oder 30% mehr Haste hätte das. Ja, genau. Keine Ahnung, am Anfang, als ich halt beim Pulse surrendert habe, habe ich halt irgendwie 500k gefahren. Das ist halt wichtiger Damage gewesen. Und am Anfang werde ich halt absolut gekrippelt durch die Brambles, weil da geht mein kompletter DPS verloren, wenn ich nicht im Surrender bin. Aber keine Ahnung, ich probiere das nicht, ist Baum es, so. Ist es möglich, dass wenn du beim Baum surrenderst, bei der Sister noch im Surrender bist und auch die Sister weiter surrendern kann? Ja, natürlich, das mache ich ja jetzt. Das ist ja jetzt mein Plan. Wurm, ich habe gerade gesagt, ich würde das jetzt mal anders machen. Ich glaube, das bringt uns mehr. Weil ich habe jetzt die letzten paar Tries immer bei der Sister surrendert, aber dadurch, keine Ahnung. Ich bin halt nicht ansatzweise in der Nähe vom Tod, wenn er in die Phase geht. Also werde ich mal, wenn der Baum spawnt, surrendern. Dann habe ich deutlich mehr an Szenarios und am Baum. Und überlebe dann noch, wahrscheinlich bis Phasenübergang, vielleicht ein bisschen länger noch mit Execute.
Ja, okay, wenn das hingehört. Wäre ja. Nice. Weil, wie gesagt, da wo ich halt beim Puls, also das Hauptproblem ist Brambles für mich. Weil wenn Brambles bei mir sind, geht mein kompletter DPS verloren, wenn ich nicht in Surrender bin. Und hast du ja am Anfang gesehen, wenn ich bei Pulse Surrender fahre ich 500k und so halt die ganze Zeit so 300. Und ich glaube, das ist halt wichtiger, dass ich auf Zenarius ordentlich reinhau, denn in die Phase zu pushen. Jo. Deswegen bist du hier. Das ist deine Aufgabe, ja. Ich weiß nicht, das wurde das schon geklärt, was André geschrieben hat. Was hat André geschrieben? Ich weiß nicht, ich bin ja, dass so viele noch den 1-Minuten-Pot nehmen. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es bei so vielen Klassen besser ist. Ja, bei mir ist es, also beim Deke ist es jetzt mittlerweile schon so, dass mit Kampfrausch Old War besser ist, aber ohne bringe ich nicht genug Hits raus für Old War. Ja. Ja, aber Deke ist ja in dem Fall auch eine Ausnahme, weil bei den meisten sollte ja. Jo, Pott kommt. Willst du den Boss doch e-bursten? Dass die direkt wer was nehmen soll, wenn das nicht klappt. Ja, wo die Leute sollten. Ja, ich kann denen für jede das Klasse nicht sagen, aus, weil ich kenne die Klasse nicht. Ja, es kommt halt auf deine Stat-Prio an. Wenn bei dir dein Main-Stat, also Strength und Agi, sehr weit oben ist, bringt der Pot was, sonst nicht. Das kannst ja, du nicht sagen, nur davon, weil die Main-Stats sind, das, diese Stats sind relativ zueinander. Und Deadly Grace macht ja, und auch Portion of Old War sind ja unabhängig von deinen Stats, sondern die machen einfach Flat-Damage. Deswegen. Wenn du zum Beispiel für ein Old War musst du halt genügend Hits rausbringen. Musst du sagen, die 1000 Stärke vergleichen mit dem Damage, den Deadly Grace macht und nicht mit deinen anderen Stats. Ja, aber man muss halt so sehen, für Old War ist ja jeder Schlag, den du machst, wird kopiert. Und wenn du aber wenig Hits rausbringst, dann bringt dir der Port im Endeffekt auch fast gar nichts. Ja, dann dürft ihr aber keinen einzigen Cast ausbringen. Und so ist es halt nicht. Ich würde es auch gerne nochmal daran, bitte. Oftmals nur einen Pot geschmissen. Weiß ich, vergisst du deinen zweiten oder so? Denk da dran. Ist der Pause-Timer schon rum? Nee, 20. Ich sehe den irgendwie nicht. Keine Ahnung, ist verschwunden. Keine ja, Pause, die Leute noch ein paar Runen oder so. Ja, ich hab 40 auf die Gildenbahn. Sind noch so Runen, die ihn zum Mainstead bringen auf dem ersten Quarter. Hat sich jede Rune genommen? Nein, oder okay. Ja, so viel haben wir gar nicht. Feuer sind noch da. Kannst du Brocken killen? Ja. Ich tu's auch gar nicht. Sonst noch, wer viele Runen hat, bitte in die Gildenbank schmeißen. Das wäre cool. Ich bin da. Na, komm, mach jetzt noch einen finalen Rail-Check. Alle sind ready. Luca, geht's bei dir? Ja, du das. Nicht auf die Rücksicht nehmen. Ja. Jetzt drückt's, was das Zeug hält, boys. Damage hier oben. Weniger Damage als Danny Hell. Komm alle hier.
Achtung, Ball. Baum. Und Regen. Achtung, gleich Splash. Bisschen mehr Damage aufs Ad. Damage aufs Ad. Gut. Dead nochmal. Wisps kommen gleich. Bleibt gleich. Ich konnte da vorne jetzt nicht alles clearen. Brambles, Sorry, Donny. Kick die Scheiße bitte. Was? War der nächste. Ports und so nicht vergessen. Ich kicke. Ref. Ach, oh, nein. Oh, ich bin ein bisschen zu früh gestorben. Ich glaube, das wäre sonst gegangen. Auch noch mehr Runen. Der Trail war auch zu vergessen, es waren so viele Leute tot dazwischen. Auch ich. Leute, es bringt nichts, wenn ihr sagt, ihr braucht keine Runen und ihr verwendet es nicht. Ihr als Tank verwendet eine Rune und bei mir ist sie relativ sinnlos. Ja? Also bitte, wer Rune braucht, sagt das. Ich klicke da durch und sehe da die Ds ohne Runen und selber als Tank fresse welche, wo es nichts bringt. Oder wenig bringt, sagen wir so. Bei dir ist ja Plus Damage eigentlich sogar kontraproduktiv. Na, das kommt wieder 50%, aber bitte sagt halt Bescheid, wer Rune braucht. Ganz einfach. Kannst du auch einfach noch ein paar auf... kannst du 30 auf das erste. Meinte ich schon, meine ich. Da ist eine Gildenbahn. Steht schon. Das sind ja noch welche auf der Bahn. Nehmt euch die hier. Die Dinger. Um dich hier geht's. Erstes Gildenopfer. Versucht noch, ja okay, jetzt gerade, super, du musstest so mies laufen, das hatte ich gesehen. War schön. Aber ich meine, du hast natürlich gut gemacht. Am besten versuchen wir noch eher herauszufinden, auf wen die Brambles gehen. Da müssen nicht nur zwei, drei Leute laufen. Sondern nicht, wenn das Ready Pult immer kommt. Must be cleansed. We must strike back at the nightmare. Villains, you
trefft gleich. Down. Ah, noch eben. Rest gleich. Ed muss sterben jetzt. Und Wisps. Was hätte ich nochmal stacken? Werft gleich. Ich krieg den zweiten. Ja, kicken. Das ist sehr gut. Läuft gleich. Ja, wir kommen in Pause. Zweite Putz. Hätte doch mal bei ihr könnt. Ja, löschen, alle löschen, was geht. Ich hab nicht frei. Was? Rambles in den Medis, Leute. Überleben ist jetzt. Mehr besser als nicht. Wallbell wohnt zu blau. Wall von Roch, rot weg, Signal. Aus der Grütze. Löscht's dann auch mal. Ja. Rambles sind überall. Rambles keine Chance. Kacke, Mann. Ja. Hat ja. Wie kann der es löscht zwei, es löschen so wenig Leute und dann hat sie zum Phasenübergang nichts mehr ready. Richard verstehe ich vielleicht, aber wo ist der Rest? Mann, wir haben also Hunter Shade. Ihr löscht, als wir rübergegangen sind, wo? Ja, ich muss auch zwischendurch einmal löschen. Aber was eh gerade ein Problem war, ja, das machen wir gleich wieder. Was tot war. Muss ich da sein, so ein Track kommt nie wieder. Weil die gingen. Ab, doch, oder? Doch, die Twice kommen jetzt immer öfter, glaub mal. Nein, ich das, habe... Das war letztes Mal auch so. Das war ein bisschen, bis man sich ich habe was anderes gemacht als bei allen anderen Tries. Ich blieb jetzt einfach auf Szenarios, weil ich kann nicht zu Sister rüberlaufen, um zu sterben. Die Distanz schaffe ich nicht mit den Globals. Ja, dann bleib dabei. Ich habe doch gerade die Pfütze bekommen, oder nicht? Also ich habe ja getankt. Alles ja, danke. Pütze wäre auch klein geblieben, aber die Medis konnten nicht raus. Wir hatten keine, so. Fast keine Chance, von der Wall wegzukommen. Also, ich ganz am okay, hört mal gerade zu. Der Boss rennt von Rot zu Blau am Anfang. Für die Ranged-DDs bedeutet das, und es ist wirklich enorm wichtig, haltet verdammt nochmal Abstand zu dem Boss. Die Brambles gehen nur auf Ranged-DDs. Ja, und wo ihr schon mal gar nicht, auf gar keinen Fall, niemals, nie stehen müsst. Das ist, oh, jetzt habe ich grün weggemacht, warte mal. Ich nehme Totenkopf. Das ist hier bei Totenkopf. In der zweiten Phase, da dürft ihr niemals dahin gehen. Da wird der Boss nachher lang gekitet, ja. Und wenn ihr da dann Brambles kriegt, da baut ihr die alles Brambles zu, ne? Hier lang, die waren schon vorher davon, ist es da. Ja, okay. Das geht natürlich auch nicht. Ja, wie war das jetzt mit den Löschen? Haben da jetzt alle gleichzeitig gelöscht und dasselbe? Oder war das zu wenig Leute, die löschen können? Oder was war jetzt das Problem beim Löschen? Ich habe die verhält, wollte CD ziehen, ja, auf Fettfingert und nicht gemacht und dann Brambles gestorben. Okay. Wer ist noch? Es gibt ja noch mehr. Ansonsten hatten wir doch gerade noch, ja, Richard und ich haben in der ersten Phase gezogen und. Carlos. Und Dresi hat beim Rüberlaufen gezogen. Genau, das ist auch gut. Das solltest du weiterhin machen.
Und dann haben wir eigentlich nur noch ja, Krillon und Haze, die effektiv klären können. Haze nur dann, wenn er auch wirklich noch lebt. Frag mal ganz doof, ich kann reinlaufen und shapeshiften. Ne, da komme ich aus dem Root raus. Nee, ich das sonst machen. Das bringt zu wenig. Da stirbst du dabei, das macht zu viel Schaden. Das Einzige, was gehen würde, noch Lichtritter Segen geben und der rennt durch ein paar Tour. Warte mal, Dani will sich kurz ein paar... Lichtdual als Analytiker versuche ich auch immer zwei mit Anti-Magic Schaden zu nehmen. Kräuterlein. Da, nimm dir. Bin ich der alte Schnurrer? Ja, aber wurscht jetzt nochmal, Konzentration. Haze, mach das, was du gerade eben gemacht hast. Hast du da nicht? Ich kann auch als erster. Baut mal jemand auf kurz. Zum Kaufen da. Ich kann auch als erster die Brambles clearen, weil ich innerhalb von einer Minute sicherlich nicht in der Gefahr bin zu sterben. Aber später kann ich das halt nicht mehr. Nee, lass mal möglichst Richard als erstes klären, weil der hat seinen Cooldown auch relativ schnell wieder frei und kann dann später nochmal klären. Okay. Ne, ich meine nur, weil wenn ich es später mache, besteht die Gefahr, dass ich sterbe, weil ich es nicht habe. Aber am Anfang brauche ich es nicht. Ne, mach du dann einfach, weil du ziehst ja später dann irgendwie kurz vorm Tod wahrscheinlich sowieso nochmal Dispersion, ne? Weil du sonst, ja. Weil dann Epharex ja nutzt das dann einfach zum Klären. Waffeltag Food. Ah ja. Und jeder wieder Runen rein tun, bitte. Jetzt kriegen wir den Hurensohn. Hey, ich hab noch gar nichts dafür getan. Woran sind die ganzen anderen Range-DDs gestorben da gerade? Was war das? Panic at the Disco. Wahrscheinlich. Länger dann auf den mal früheren rauszuholen. Läuft gleich. Ja, und an Regen. Läuft gleich. Ja, schau noch den Baum. Richie cleared. Raft gleich. Rift gleich. Den nächsten. Achtung, Mirko. Oh no. Das ist Danny. Bis ist der Lift richtig lang. Passt es noch? Könnte knapp werden, könnte aber auch hinhauen. Battle Ports, alles, go. Macht nochmal Blast. Message 2, passt. Löschen. Ich kann in 3 Sekunden. Die Brambles unbedingt löschen, wo der Boss jetzt steht. Hold your weapon.
Wow, Achtung, weg, weg, weg. Blau. Von hinten vom Mond kommen welche. Auf Nummer sicher spielen. Löschen. Nicht als Range zum Boss laufen. Malfurion auf. Alles auf Lichtritte. Da können auch Midis drauf, da können auch Midis drauf. Holt ihr schnell raus. Dispeldunio. Roots, Leute. Milis sind eingesperrt. Oh, da kommt eine Wand, passt auf, Milis. Wer kann als nächstes klären? Rechts von links. Vom Totenkopf kommt der Wand auf euch zu. Fehlen die Toten in der Grütze auch? Ich glaube, das mit Milos Szenario sollten wir nie wieder machen. Ja. Das geht gar nicht. Das war eine echt doofe Idee mit den Milis dort, weil dann kam die Wand, die Milis waren eingesperrt, konnten nicht mehr weg und sind alle verkackt. Verreckt hat. Scheiß Milis. Ja. Ja, und wir, als ohne euch hätten wir so wenig Damage gehabt, dass der Boss schon weit weg gewesen wäre, bevor wir den rausgeholt haben. Auch nicht viel besser. Ich bin auch einfach gestorben. Ja, aber das mit den Milis können wir wirklich nur machen, wenn keine Brambles liegen, wenn die Fläche ja nicht in der Nähe von ihm ist, dann funktioniert das mit den Milis. Aber das mit den Brambles hat uns einfach jetzt kommt alles zu. Eh nicht, aber Brambles und zwar enorm viele. Ja, den ganzen Raum waren vorher Brambles. Ist halt so. Richard, als du gesagt hattest, Brambles auf 3 Sekunden, hattest du danach geklärt? Ja. Hättest alles du nicht machen sollen. Okay. Dresi hatte da geklärt. Ja. Ich bin aber durch fast alles durchgerannt, also da war noch was und Dresi stand am Boss. Ja, spar dir bitte dein Clear dann auf, wenn es für euch Milis gefährlich wird, wenn in dem Weg, wo der Boss hingekitet wird, wenn da Bäume liegen. Pass auf, wir standen hier an der Wand und direkt hier neben lag alles voll, was ich weggemacht habe. Ich weiß nicht, hier hinten die Ecke war halt noch frei. Ja, okay, dann ist in Ordnung. Ja. Ich dachte, du hättest... Na, weil wenn ihr das war der eine. Mehr oder weniger synchron da durchgelaufen und du warst ein bisschen schneller. Okay, da macht dann auf jeden Fall am Anfang, im Phasenwechsel macht dann erstmal nur Dresi. Ja? Und du machst dann als nächstes und versuchst dann möglichst viel zu klären. Aber lass Dresi erstmal so weit wie möglich machen. Dresi, renn ruhig einen Umweg. Klären ist dann erstmal wichtiger als Schaden. Logisch. Ich hab gerade disconnect. Ja. Und schrei mich ruhig an, Dresi, dass du jetzt rennst. Nein, merkt ihr das? Dresi, Phasenwechsel. Wir können. Gut. Also, dafür lassen wir uns drauf und das macht Dresi mit Sicherheit auch. Alles klar. Und schaut bitte wirklich, dass Brambles nicht in den Milis sind. Das ist so tödlich. Super Druid wieder drin ist. Haut euch noch Food rein. Ohne, nicht vergessen, Leute. Food ist eine gute Idee. Die letzte genommen, die ich hab. Ja, dann. Okay. Auf der Gildenbank waren welche. Ja, ich hatte denn da noch ein paar Stück. Den anderen ist überlassen. Stell mir bitte noch mal eine Gildenbank. Nimm da einfach noch welche nach. Ich bin auch schon ready. So, nehmt euch da noch jeder Rund von der Gildenbank, wenn ihr noch braucht. Okay, allzu viele sind da nicht, aber... Ja, sobald die lassen, kann ich auch noch welche reinschmeißen. Nimm erstmal 3 Stück. Ja, nimm dir 5, wir sind hier eh noch ein bisschen. Ja, okay. Bin jetzt hier noch ein Try, also go. Alle sind ready, full time account. Alle Mages müssen in den Nether, Leute. Da ist mein Mage. Wir sind bei Arcan, wir hoffen einfach, dass alle Mages 10 Schritte vorgaben. Läuft gleich. Tom.
Markus, du musst nicht clearen. Okay. Gleich. Bisschen mehr am Baum. Jo. Baum muss jetzt sterben. Schön. Okay, wahrscheinlich. Ja, muss doch clearen. Okay, ich lauf. Ref gleich. Wer macht den ersten? Ich mach den ersten einfach. Vorsicht, ist auch noch. Oh, ich hab's. Mach den zweiten. Ref gleich. Letzte Chance zu clear. Kick, jemand. Hab. Bots und alles nicht vergessen. Jetzt ist die Zeit, um in die Phase zu drücken. Go. Belohnung, resetten, wenn's geht. Retten, haben wir nicht. Stage 2 löschen, Krise löschen. Ach, nicht zu weiter. Von Rot kommen die. Wow. Ich könnte was ziehen. Holst die Roots raus. Er steht direkt am Boss. Raus aus der Grütze, Leute. Achtung, Wege. Achtung, vor uns ist eine Wall. Oh, der bricht genau eins, Mann. Und ist draußen. Runa ist anregen. Du musst den Boss machen, in Drachen wecken. Ach scheiße. Kann man den Drachen schon move'n, bevor wir zu grün laufen? Ja, sicher kann man. Ja, der müsste aber so gut stehen. Das Problem ist, ich sehe nicht ganz, wann ich wo. Ja, ich sag, wenn wir grün sind. Während. Ihr fangt ja schon, wo fangt ihr überhaupt an abzulegen? Relativ weit drüben schon, gell? Wir fangen, also da, wir haben jetzt eins abgelegt bei Blau, weil die erste Wand wieder das gestanden ist, wo der Boss ist. Die zweite Grütze war zwischen Blau und Grün und die dritte Grütze war bei Grün. Und dann, also wir hatten eigentlich nicht große Grützen, bis dann der Tank kam. Weil Furion ist immer da hinten, oder was? Oder wo steht der jetzt da? Genau, weil da. Furion läuft dem Boss hinterher. Weil Furion war ungefähr da, wo. Weil es wäre cool. Irgendwie früher zu resetten, aber es geht kaum, gell, oder? Wer sollte Jakob nicht, wenn er die Dragons hier hat und wir den Boss dann schon so bei grün haben, dann nicht Richtung Rot laufen mit den Drachen? Ja, das du bist immer 15 Sekunden. Das haben wir doch gerade besprochen, Rudi. Weniger Drogen. Nein. Oder mehr. Okay. Ja, wir werden jetzt ein bisschen weiterziehen, probieren. An was sind jetzt generell die Leute gestorben? Malfurion war ja draußen. Dummhart. Ich bin außer Brambles, die weitere Brambles disengaged. Sag's gerade irgendwie jeden Thread Dummheit, also stell das ein. Das hört sich nach mir an. Und nochmal, ne? Die Range-Idees nicht im Boss rumlaufen. Auf gar keinen Fall. Da waren gerade wieder 4-5 Range-Idees da in den Boss rein und dann werden da natürlich immer die Brambles reingezogen. Das darf eigentlich nicht sein. Aber man muss da resetten. Ja, einmal, aber dann musst du auch wieder weglaufen, ja? Ja, das ist klar. Schön drin, ja, also, für viele scheint das gerade nicht ganz so klar zu sein.
Nur, was mir aufgefallen ist, wir haben in der Mitte irgendwie so wenig Platz mal mit Brambles. Ja. In der zweiten ja gut, wir hätten jetzt eine so unnatürlich alles voller Brambles. Eine unnatürlich große Grütze, ne? Das ist ja normalerweise nicht der Fall. Da sollten wir ja, auch die noch Grütze war nicht so das Problem. Die Brambles waren am Ende. Also ich konnte ja nicht so viel löschen wie der Laden. Kann ich einen Vorschlag machen? Extrem voll gewesen. Kurze Frage, wäre das möglich, weil ich glaube, die Brambles sind gerade unser Hauptproblem, jetzt wo der Damage langsam passt. Könnten wir vielleicht so zwei Linien laufen, einmal so nach ein bisschen nach links, einmal nach rechts, dass wenn derjenige, der cleart, einfach nur eine Linie laufen muss das und beide nicht, das geht so, nicht. Das kannst du nicht so managen. Weil du weißt ja nicht, wo die spawnen, die können irgendwo spawnen, die Brambles, und dann laufen die erstmal quer durch den Raum und dann... Am besten ist es einfach kleine Kreise zu bilden, weil dann kann man mit einem Cooldown alles ja clearen. Das geht halt auch, sobald vier Stück da ein Viereck haben, kannst du die ganze Zeit im Kreis rumlaufen, ohne dass sie dich einholt. Übrigens noch was, wie wir unser Damage optimieren können. Wir stehen hier alle, jetzt gerade beim Pull ungefähr hier, wo wir gerade sind, aber wenn ihr weiter in Richtung dahin geht, wo der Boss jetzt gerade steht, da ist eine ganze Menge Platz frei. Und wenn wir den auch noch ausnutzen, dann sind wir viel besser verteilt und können viel besser erkennen, auf wen die Brambles gehen, und da müssen nicht so viele Leute laufen. Also wenn ein, zwei Leute noch mit darüber kommen auf die Seite, während das Puls darüber laufen können ohne Damage-Verlust, dann macht das ruhig. Wenn ihr seht, dass dieser Brambles-Kreis neben euch ist, also wenn die noch nicht da sind, versucht euch nicht zu stacken, ja? Also nicht irgendwie aufeinander, sondern so, dass es sehr einfach identifizierbar ist, auf wen es geht. Wenn ihr gerade nebeneinander steht, dann wisst ihr erstmal nicht, okay, geht es jetzt auf mich oder den verteilt steht, ja. Ohne Haze ready, vom Pool ready. Mir gerade noch was zu sagen? Ja, dann nicht. Pulldown kommt. Fokus, Leute. Zweimal, dreimal hintereinander in der Phase. Jetzt ein Stückchen nach rechts noch ein, zwei Leute. Dann sind wir viel besser verteilt. Bisschen mehr Damage auf Seth. Achtung, Drache trifft gleich. Reggie cleared. Achtung, Drache burst gleich. Bis beim Boss. Nicht an etwas. Ich hab gekriegt. Doch. Hast du zu spät gesagt? Wer? Ich muss killen, wenn wir rüberlaufen, weil mir ist Fabel nicht triggert. Oh, Beth. Zwei tot. Aber wie sehr? Ja, klein mal schon wieder. Die Wisp haben gerade viel zu lange gelebt. Kann ich gerade. Der Grip hat auch nur einen getroffen, aber die waren noch zu weit auseinander. War nicht der Grip schuld. Nervig. Jo.
Runen wieder reinschmeißen. Flask. Nicht vergessen. He's already. Gut, wollte mal kommen. Five, four, three, two, one. The impurity must be cleansed. The battle is joined. Ref, komm gleich. Bam. Ref, komm gleich. Achtung, Chris. Richie cleared. Ref kommt gleich. Wisps. Rev kommt gleich. Ich den zweiten. Ich clear, wenn das Viech tot ist. Ich tritt er retten. Ja, ich hatte einen Range, die Brambles voll durch zum Reset. Wir haben keinen Fuck. So, okay, ja, dann resetten. Können wir resetten. Könnt ihr versuchen, die Brambles bitte gerade zu ziehen? Also im Zickzack laufen ist halt voll behindert, man. Haze, du musst dich irgendwo anders hinstellen in der Phase, jetzt wo wir jetzt gerade waren. Das ist kacke für die Milit. Wir müssen uns da, wir haben eh keinen Platz da vorne und wir müssen mit dem Kreis rauslaufen. Das geht nicht, dass du da hinter uns stehst. Wir müssen weiter weg. Ja. Ich hab was aus dem Pot gestorben. 30 Sekunden. Nee, noch cooldown auf Pot. 37. Wieder Wohnen schlucken, bitte. Ready check. Schaut auf eure Flask, ob die nicht bald ausläuft. Nature noch. Alles sind ready. Pull-Thermo kommt. ISO, noch eine Rune bitte. André, noch Rune. Jo, ISO Rune, check.
2, 1. The impurity must be cleansed. We must strike back at the nightmare. Let the nightmare be cleansed. Filth, defiler. Sacred vines, entangle the corrupted. Bleibt gleich. So. Jetzt. Aber schau in die Gruppe. Bleibt gleich. Richie cleared. Mach mal resetten, Leute. Wisps kommen gleich, jetzt. Breath gleich. Da ist noch ein Wisp am Leben, Leute, das ist nicht normal. Ich krieg den ersten. Richard ist 6. Oder doch hab ich gemediated. Oh shit. Wurde gemediated vom Drachen. Ja, mich auch danach. Hast du Hank? Kannst du Hank, Vicky? Ah, nee, kann ich nicht. Gut. Ist der lebt so lang. Und resetten. Ja, drin ist es. Geht tot. Schade. Nochmal Haste, das war ein ultra schlecht wieder. Jetzt hast du die Bramers auch noch in die Milis reinzogen. Das funktioniert da hinten nicht. Ja, das kann ich nicht so gut kontrollieren, weil hinter mir wurde halt der komplette Weg zugebaut mit Brambles. Ich meine, ja. Alternativ kann ich mich auch da hinstellen, wo Szenarios am Anfang steht. Und dann müsst ihr halt aufpassen, dass ihr mir da halt nichts zubaut. Naja, du bist genauso ein Raiders wie alle anderen. Da muss jeder Range aufpassen. Der Drache ist gerade gewöhnt, Range irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich helfe da mal Melee Hits. Kommt nicht vor, nicht mehr vor. Irgendwie davon gelaufen. Irgendwie nicht getroffen. Normal habe ich immer Antwort bei Sigi. Hatte diesmal vor mir Akku und nicht überlebt. Konzentration, Leute. 50 Minuten haben wir noch. Blask-Grillung, glaube ich, läuft aus. Ja, passt. Gut noch, wenn alle ready sind. Easy ist noch. Fertig. Alle sind ready. Was? Noch. Brauch noch 5 Sekunden mehr. Also, so, bitte kein ready. Ja, ich würde sagen, dann nicht ready. Ja, dann nicht ready. Der ist gut. Gleich. Stomp jetzt.
Bisschen mehr Damage auf Zed. Add, Leute. Markus? Jo, ich lauf. Wisps kommen gleich. Ref gleich. Das war mal der. Können wir schon wieder resetten? Ja, ja, könnt ihr resetten. Nein. Ein paar 25 Sekunden. Okay. Für mich auch, ey. Budenflaschen nicht vergessen. Rune, wenn ihr es noch habt. André, ready? Ja, ich bin ready, wenn. Also, ich bin jetzt ready. Fulltimer kommt. Isrune. Isrune, check. Läuft gleich. Achtung, Nico. Down. Läuft gleich. Ed muss jetzt sterben. Fritschi cleared. Raft gleich. Sorry, Sigi. Mach den ersten. Werft gleich. Auf Werft. Ich mach den nächsten. Werte Pots und so nicht vergessen. Kick, kick. Ich hab gedesfit. Das war der nächste. Raft gleich. Oh, jetzt haut raus. Das könnte knapp werden, war schon mal schneller. Holz und so. Sacred Vines, entangle the corrupted.
Ah, oh, cool, mit Spawn direkt im Weg. Phase 2. Wer will ich hin? Verdammt. Ich clear jetzt eine ganze Ecke. Achtung, die Wall. Wände. Startet bei Blau. Von rechts kommen die Wände, gehen diagonal. Raus aus der Grütze. Draft haben die da gleich. Geht's raus aus der Grütze? Nee, ich glaube, das wäre ich, wenn ich gestorben bin. Dich dritte jetzt, Kuro. Wände kommen von vorne. Ist over. Da müssen wir jetzt mal klären, woran die Leute sterben. Wo ist das Problem? Jetzt zum Beispiel bei Luwenshi Days? Die Mauer geblieben und stand dann ganz in der Ecke. Und dann ist die Grütze unendlich groß geworden und ich war am Arsch. Ja, Ruhen darf einfach nicht sterben, dann hätte man. Ich bin auch dran gestorben an der Grütze. Ruhen, was habt ihr jetzt gekillt eigentlich? Ich glaube, es wurde mein Shield wohl nicht genommen. Ich war gerade am Bäumels clearen und hatte ich mich da ganz an den Arsch der Welt manövriert und musste erstmal einen ordentlichen Burst kassieren, damit ich dann noch ausweichen konnte. Dresi? Im Übergang, wo hast du gecleared? Also ich habe gesehen, dass du ziemlich weit zur Seite gegangen bist. Ich würde vorschlagen... Die ganze Linie, die am nächsten zu uns lag. Also diese hier, vor hier... Okay, dann war gut. Ah, und das dein Shieldwall war 0,1. Nee, den hat er nicht genommen. Ich weiß nicht. War doch, der war schon da. Nee, beim zweiten war das erst. Ich glaube, beim ersten hat er nicht genommen. Ich habe ihn beim zweiten erst genommen. Ah, aber beim zweiten ist er ausgelaufen, bevor das Schwert durchkam. Ach ja, das war eh schon tot, ja. Aber beim zweiten ist die Kürze nicht groß geworden, weil ich Dinge hatte. Einfach gleich wieder in die zweite Phase und dann zweimal noch und dann liegt der. Geht schon, Leute. Ja, Phase 2 ein bisschen üben und dann passt das. Oh, ich hab kein Buffoot. Geil. Zu früh aufgestanden haben. Alles in Ready, Pulltime. Hältst noch, Rune? Vielleicht haben wir es keine mehr, aber haut noch alles rein, was geht, Leute. Das ist auf jeden Fall jedes Mal, wenn man Phase 2 kommen kann, halt liegen. 5, 4, 3, 2, 1. Raft gleich. Down. Achtung, Nico. Wird cleared? Sacred vine,
Rev gleich. Ich mach erst hier. Wisp. Check ihn mit. Ref gleich. So, wie wir gleich resetten, wenn wir P3, 2 sind. Verfluchte Scheiße, weg davon hin. Was ist das? Danny, viel zu nah an den Minis. P2, Konzentration. Wände kommen links. Von links nach vorne, pass auf. Nicht zu weit, du siehst genau rein, wo du den oder weiter hast. Okay. Wow, das ist ja gut. Kann auch erklären. Ja, ich wieder. Hau rein. Ich rette sie. Bei Furian raus. So. Das Licht dritte toppen. Fuck, ich hab kein Cooldown mehr. Achtung, wenn wir von vorne auch auf eure Position. Alles was ihr habt, noch auf mich bitte. Auf was Bram ist bei den Miliz? War früher am Bauch zu lange. Okay. Arrange it ist da. Ja, jetzt musst du die Drachen weiterziehen, ne? Ja, ja, bin schon dabei. Ah, der hat jetzt noch. Bär kommt, Licht wird beziehen. 170 Miller. Jo, oh, das Ziel war halt kacke sonst. Ja, sind ein paar Leute und Boys auch gestorben, aber das war auch vergessen anzusagen. Das war, ich hab da selber nicht drauf geachtet. Erst als der Boys kam, habe ich gesehen. Das ist nicht so ganz einfach. Das ist gut machbar. Ja, wir sind halt jetzt gerade beim zweiten. Nachdem meine Grütze war, haben wir ein bisschen zu weit gezogen und dann standen wir halt, wie wir hier waren. Kamen genau zwei Wände und dann war es halt entweder gleich viel weiterziehen oder zurück, aber es war halt dann. Wir waren halt eingekesselt direkt beim blauen Mark und dann da kommt kein Heil an uns ran und wir sind dann einfach alle gestorben. Es laufen auch Leute in die Pfützen rein, wo sie gigantisch ist. Die es einfach nicht verstanden haben anscheinend. Einmal perfekt, spielen den Anfang und dann liegt der, man. Das sind jetzt 14%, man. Wir brauchen da echt nicht lange in der Phase. Ja, konzentriert euch, Leute, weil die Wände waren auch früh angesagt. Das ist auch früh schon ein Die Drachen müssen auch früh gezogen werden. Das hat uns gerade gewebt. Ja, die Drachen müssen gezogen werden, wenn wir am Weg zu grün sind. Ja, das muss man ansagen. Ja, das nicht viel. Ob ihr jetzt bei dem Ding, wenn ihr dazwischen steht, das ist die Distanz die gleiche. Ich bin ja so, Muss schon gezogen werden, wenn wir auf blau stehen, weil sonst ist Whip. Wir haben gerade drei Hände. Ja, wenn ihr auf blau steht, dann muss ihr hinten stehen, weil dann ist es die maximale Distanz, ja. Nur zwischendrin, ja, ich kann ein bisschen früher ziehen, aber es ist, ja. Viel früher geht einem. Ich schau schon, noch die maximale Distanz. Problem ist, drei Healer sind halt an dem West gerade gestorben. Ja, weil wir keine Ausweichmöglichkeit hatten. Wie gesagt, ich schau schon, dass die maximale Distanz kommt. Würden die Leute mit der Grütze auch besser sein, dann. Go, Leute! Hab noch mehr Platz. Komm schon. Thank you.
Treff gleich. Down. Anregen. Muss ich leider so tun, sorry. Pass. Ref gleich. Edge muss sterben jetzt. Passt schön. Ich denke, dann wäre Stacks vor den Wies. Nochmal resetten. Ref gleich. Er lebt noch ein Wisp. Abgekickt. Na, ich mach nichts. Ruff gleich. Chris, kannst du süß kicken? Mhm. Nitila Stacks. Ref. Wir können gleich in die nächste Phase und wir verblasen viele Wörmer zu uns kopiert werden. Drückt's, drückt's. Aber nur noch 3 Sekunden für 3%. Ja. Nee, ich bin zu früh gestorben. Ich hatte ca. 3-mal hintereinander Brambles. Das war einfach Pech. Passt auf die Brambles auf und reset eure Stacks. Lauft nicht mit 40 Stacks rum. Schreibt's mal alle. Okay, alle waren ready. Fulltime kommt. Fokus, Leute. Isone. Ref gleich. Dom. Ach du Super Druid. Ref gleich. I
Ritchie rennt. Wirft gleich. 800 Wisps. Wirft gleich. Ich hätte den nächsten. Ich mach den nächsten. Nächsten machen, ich glaube, der kommt eh nicht. Halt dich Richtung Nächsten. Kann ich noch setzen, ja. So, pass auf. Resettet nochmal, Leute. Resiklieren. Werf. Die Mitte ist komplett. Wende von links. Ich mach die Mitte clear. Richtung nach vorne und von hinten nach vorne, Mitte. Achten, wenn er kommt genau auf euch zu. Aus der Grütze, Leute. Lichtritt der Zivers. Mal für uns schon rausholen. Und raus aus der Grütze. So, jetzt gehen wir rüber killern. Mal vor hier raus. Halt Wall bei grün. Oh, wow. Wall von vorne zu euch, in eure Richtung. Achtung, Wall kommt direkt. Oh shit. Ah, passt. Ja, das ist. Wir haben keine Ratchet this man. Macht weiter, macht weiter. Seht's euch. Achtung, Breath kommt gleich wieder. Band kommt vorne bei Startposi. Mein Vorhund ist jetzt draußen. Das ist nochmal Stack. Ich hab nichts mehr gehört. Pass auf, Band kommt auf euch zu, Band kommt euch auf zu. Hast du noch was für mich? Ich bin durch, weil der Vorhund drin ist. Ich bin kurz trocken. Brambles nehmen die Midis auseinander, wenn die alle ranged. Ja, klar. Normalerweise wäre der jetzt down, aber mach mal weiter. Aussperr. Oh, ich schaff das unter 3. Oh, Prozent. Ja. 6. Aber, das mit. Mal vorher muss schneller gehen. Wir haben keine Ranger, die mehr da sind. Ging, da waren nur welche, die sind nicht draufgegangen. 3-4 waren am Leben, 2 waren drauf. Ja, ich war am Ende, da waren nur noch 2 am Leben und die. Ich hab ja am Ende, da war aber 2 Schüsse draufgekriegt, ja, und bin ich ja. Das ist doch nicht so einfach, ne? Also. Bramble Panic gestorben. Ganz. Hatte. Bräsig. Hatte vor der letzten Phase keine Möglichkeit mehr in die Nähe zu kommen von der, dem Resettingen. Und bin dann halt runtergetickt mit über 30 Stacks. Wird aufwärts, weil wir wohnen ja noch drin, ne? Haben wir noch Boon? Ich hab keine mehr. Ja, ich bin noch welche auf die Killenbank. Sonst noch mehr Runen wieder drauflegen, wenn man noch mehr hat. Bis Bram. Lol. Radio heute? Ja. Okay. So, der war jetzt fast down. Konzentriert euch. Den packen wir noch. Das ist Beim hat den down. Super. Schade.
Ja. Ist doch scheißegal. Schon seit einer Stunde, aber ist auch egal. Nicht. Mach einfach weiter. Lupe ist noch am WC. Lupe ist ready, oder? Support World Barfoot? Ach, sorry. Lupe, bist du da? Ja, wir sind ready. Fulltimer, go Leute. 6% haben wir jetzt auch noch. Und greif nah. Könntest die Wände in der letzten Phase ruhig Großräume gerade dodgen. Das ist zwar, ich zieh den gerade auch ein bisschen kacke, aber verzichtet halt auf Damage. Ich hab halt meinen Jump, um noch rauszukommen. Drive kommt. Dom. Achtung, Mirko. Ab. Drive kommt. Bisschen mehr Damage, muss jetzt sterben, cast jetzt schon Storm. Wird sie cleared? Breath kommt. Ich mach. Drive kommt. Und für den dritten. Ich mach. Kann ich wieder machen. Ranges geht's dort weg. Oh. Rav kommt. Ranges geht da weg, Brambles killen. Clearen, meine ich. Oh, Rav. Mann, von ich musste jetzt mit clearen. Elon tot. Gibt's da Battle Rats? Ich heil dich. Okay. Oh, die Wände kommt von rot. Ach du Kacke. Okay. Das war's. So ist jetzt wieder Tank gestorben eigentlich. Ich hab 6 Millionen kassiert durch den Ding. Ah, und Kellum, wir dürfen nicht ganz wegstehen. So ein bisschen weg. Ja, das hat mich gerade gegankt. Also die Mauer ist genau in mir gespawnt und ich ja, genau, war nicht genau. Voll und das hat mich instant umgehauen. Ja. So ein paar Meter ja, weg, dann können wir reagieren und dann. Ja. Passt. Kommen wir in 20 Pots line. Anlern.
den Damage kriege ich nie wieder hier. Ja, muss ich mal anstrengen gehen. Ja, so viel brauche ich nicht. Weißt schon. Danke. Ich habe noch einen Laser beim Phasen, den Laser vom Phasenübergang abgekriegt, da war ich so low, dann kommt Speer und da war ich doof. Aber ich habe 6 Millionen durch den Speer gekriegt. Ja, hast du schwierig abgehabt. Ich hatte was? Aber Schild wohl drin. Ja, zu früh oder zu spät? Dann ziehst du ihn. Wenn er castet. Ja, ziehen früher ein bisschen. Ja, dann rennt er. Ja. Wie lange hebt denn der? Schau ja, mal, die Sache ist die, wenn der Timer kommt. Das kann sein, dass er nicht. Also das stimmt nicht im Überein mit dem Timer. Es ist sicherer, wenn ich ihn mache, wenn er castet. 8 Sekunden hält Shield. Ja, das passt auch, da lief auch das Shield. Ja, ich hab den eh ab, aber ich habe 6 Millionen kassiert. Wahrscheinlich weil ich. Ja, ich sehe das. Weil die Stacks vom Ding nicht resettet waren, vom Laser. Der Speer ist ja quasi dann der Laser in der neuen Phase und ich glaube, dass der noch immer hochstackt. Ich hatte nämlich 3 oder 4 Stacks. Ja, dann müsst ihr halt anders wechseln irgendwie. Nee, das war mein Fehler, weil ich einmal quasi wie ich den Ding. Ich habe sie nicht wegbekommen, weil ich den Baum getaggt habe und da habe ich einmal einen Breath abbekommen. Sonst gehen die einfach nicht mehr weg. Pull-Timer kommt dazu auch nicht mehr vor. Läuft gleich. So. Läuft gleich. Ja, Damage Offset. Resetten? Ja, reset. Ja. Ja. Das war schon raus. Los Jungs, gute Phase jetzt. Alles in ready, Food noch. Drohne, wenn es noch habt, Pull-Timer kommen. Breath kommt. Bomb auch gleich, jetzt. Ist
Left kommt. Bisschen mehr auf Set. Achtung, geht in die Mitte. Jetzt muss Edge stehen, Boys. Bravo. Richie cleared. Rev kommt. Wisp slot, ich krieg den ersten. Rev kommt. Muss kicken. Hab, Chris, bitte nicht. Es ist zu lieb, viel zu lang. Rift kommt. Zweite Ports, alles noch. 5% noch. Rift. Mehr als 10 Sekunden. Ah, das ist auf jeden Fall Pause. Ja. Yeah. Ich hab irgendwer das über wegmachen. Egal, es kommt. Überleben, Overdamage. Chris von Katsu clear. Oh, kann ich wieder zurück? Voll ich? Okay, noch nicht machen. Lass erst die Medis. Achtung, sie kommen. Von Rot. Vorachtung, ja. Boah, ich muss jetzt. Also ist der Grütze, glaube ich. Ja, Leute, clear. Ich fahr in Primus. Bleibt's bei Blau. Ja, ging nicht. Die Grütze wird größer. Jetzt nicht mehr. Licht bei Vorrennen rausholen. Rainbow Spimples. So, wir gehen jetzt dann rüber, gell? Wann von zwischen Blau und Rot? Von Mond kommen, von Mond und von vorne. Von Mond und von vorne. Schaut gut aus. Bei Vorrennen noch? Sehen wir da. Breath kommt. Nein! Ich bin ein bisschen weiter. Jetzt ist er nicht mehr. Raus aus der Grütze, ziehen weiter. Da ist noch vorher in der Grütze. Okay, passt. Divas Licht dritte. Wer kommt jetzt? Set jetzt nochmal. Achtung, ich zieh weiter zum Mond. Da ist eine Wand. So, ich komme jetzt auf uns zu hören. Rambles bei den Milis weg. So, jetzt gehen wir laufen. Genau. Richard, kannst du clearen? Nein, ich habe eben. Zwischendurch. So. Hier ein bisschen, zieh ein bisschen, die Grütze breitet sich aus. Tank down. Haben wir irgendwas zum Clearen da am Ende? Das ist. Du kannst als Ranger überhaupt nicht mehr ausweichen. Die Brambles töten die Rangers. Das ist, ich weiß nicht, das klingt so blöd jetzt, aber die Brambles ist das einzige, was die Rangers tötet. Ja, ich bin auch dran gestorben. Ich musste in Phase 1 dumm meine Turtle ziehen. Sonst hätte ich am Ende klären können. Chris hat auch ein bisschen was verkackt, ne? Ist bei Furion so wichtig? Bei mir ist eine, ja, er macht die Grütze. Ansonsten kommt keine Grütze zum Resetten. Ja, aber so lange lebt der Boss eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ich würde sagen, zieht einfach den Boss durch, oder? Ja, ich würde auch sagen, den Boss durchziehen. Leute. Warte bitte noch kurz. Noch nicht reset, Ich esse gerade. Kurz bevor wir in P3 gehen, in P2 gehen, alle nochmal resetten und dann. Ja, unseren Boss durchziehen. Willst du resetten? Haut alle einmal den Boss an. Alle an, bitte. Scheiß auf mal Furion, wirklich. Es wird so viel Damage verloren, ich glaube, dann wäre er schon down jetzt. Wie viel Millionen hat man verloren? 27 Millionen haben die. Die Roots. Der Boss hat noch 100 Millionen. Ja, aber in der Zeit müsst ihr euch halt dann wieder ausrichten und so weiter und neue Doppen, ja, keine Ahnung, das ist schon mehr. Ja, das und Problem ist eher, dass du keinen Platz mehr hast als Range irgendwann, weil ja, halt wirklich. Es ist einfach ja, alles voll. Ja, voll viel. Braucht da irgendwas zum Resetten. Das Problem ist, die Ranges stehen hier. Und die Lilies stehen dann irgendwo schon da. Und dann sind die alle auseinander. Hat man noch eine Rune? Super schlecht heilen. Ja, ich
Ich würde auch noch eine brauchen. Bin links. Das sind 300 in, das kostet ja bei den Dealer jetzt nicht den Kill. Ich hab doch keinen, alles gut. Er hat's dann gesagt, wer braucht einen? Natürlich. Also Nitalas, schön. Komm, sind noch 2 bis 3 Quests drin, gib Gas. Mag ich's von mir ein Küsschen dafür. Da liegen noch Runen auf der Bank. Es sind nicht viele, aber... Krille? Ja. Komm, wir haben gleich verschwenden. Ja. Kannst du mir im P3, wenn das so voll ist, einfach mal Segen der Freiheit geben? Weil dann haut er einmal mit Sprint einfach einmal durch als Eulis. Das ist schwer, weil ich am anderen Ende der Map stehe als ihr, meistens. Zieht mal auf den Boss durch, dann. Aber ich kann's probieren. Ja, wenn ich in Range bin, schreie ich einfach einmal. Okay, passt. Ja, wenn ihr das gegenhält. Ja. Ist sowieso... Voll viele können sowieso nicht resetten, weil es zu weit beim Malfurion wegstehen und die Grütze dann unter ihnen. Die Milis resetten, sowieso nochmal alle, weil er macht nochmal die Grütze direkt im Boss in Phase 2. Jo. Also wir haben keine Stacks. Okay. Zieht einfach am Boss durch. Volle Pulle. Komm schon, Leute. Kill jetzt, Alter! Alter. Storm, jetzt. Breath kommt. Bisschen mehr auf Zed, muss jetzt sterben. Kastet gleich. Richtig cleared. Breath comes. Anna, wo ist bei den Milis? Reset. Yo, reset. Ablenken. Yo. Zweit unter der Whisper-Explosion. Warte mal das Reset, wenn ich dann 3er Angebot Proc plus CDs abhab mit Pot. Oh. Ich weiß nicht, ich glaube ich stand ein bisschen aus der Heal-Range. Ich wurde ein bisschen abgekapselt. Was mir halt immer auffällt ist, da sind Pfützen direkt hinter den Ranges, die rennen trotzdem mit 45 Stacks rum da teilweise. Also, mach doch einfach einen Sidestep und resettet kurz. Bringt alles nichts, wenn ihr tot seid. Ich hatte 12 Stacks, bin gestorben dran. Ich renn's auch nicht an dir. Ja, aber... Tod ist tot. Noch 20 Sekunden. 30. Jo, 30, hier auch. Purity must be cleansed. Attack the corruptors! Villains!
Stomp. Alle die anderen dead. Rambus in die Lilies. Rev kommt. Richie rennt. Draft gleich. Wer macht den nächsten? Zweiter Draft. Ich mach den nächsten. Bis da. Das sind zwei Leute tot, wir können resetten, oder? Ruff kommt. Ich glaube, der wird nicht reichen. Nein, ich bin lange das Älter, lange über das Älter rankommen. Wo wieder eingekistet. Ja. Böbels bei der Milis, das darf natürlich nicht sein. Da darf kein Mensch und kein Heiler stehen davon. Auch nicht links daneben oder so. Gehen die ja da durch. Ich da. Machen wir noch einen Try, oder? Ja, wieder. Ja. Ich glaube, Swissbeam hat vielleicht jetzt schon aufgehört. Wir machen durch, oder? Nein, die sind bei Xavius. Ja, aber nicht mal lang, die jetzt aufhören. Die sind nicht mal lang dort, die haben dann schon auf 40%. Doch egal, wir töten jetzt erstmal den. Licht tritt und dann die Schuhe, okay. Aber das passt. Bitte lass deine Flask läuft gleich aus. Ah oh, jo, danke. Okay. Cool, Thema komm. Rev kommt. Stomp. Is that you? Sacred vines, entangle the corrupted. Yes, Solaris. We are here to save you. Rev kommt. Mehr damage als Seth. Dead muss jetzt sterben, Leute. Richie cleared.
Wisps, kein Toten bei den Wisps. Rev kommt. Ich krieg den ersten. Hopp. Mein nächsten. Rev kommt. Ich mach den nächsten. Kannst du das haben? Kannst du? Breath. Fette Pots und alles, go. Noch ein Breath. Prozent noch, go. P2, Breath kommt. Ritchie kannst du clean, die kann ich. Jo, gleich. Jetzt. Und dass du die mach so viel wie es geht. Durchknallen. Kein mehr Vogel. Wand hinten. Schaut, wo die Viecher kommen. Achtung. Die kommen zu euch. Weicht aus. Lichtritter Cooldowns. Ich bin nicht in den Aufruf. Chill und tot. Irgendeiner muss mir dann mitteilen, letzter. Ich bin in Geroot. Ah, das ist durch. Okay. Ja, ich sehe schon. Ja, nicht, das ist durch. Ah! Ach. Ach. Instant zwei Leute tot beim Übergang, verstehe ich nicht. Vorher war schon einer tot. User left your channel. Gibt's ja nicht, ja. Ich hätte die Dryade halt einfach abgestochen. War auf, ja, ne? Also ich mach keinen mehr. Ja. Ne, ich muss auch auf. Sorry, Leute, aber... Ne, ist kein Ding. Wir haben's in vor. Und wir überziehen ja auch nie. Nicht im... zu großem Maß. Ja, scheiße, ne? Die hätte auf jeden Fall... Der Boss hätte heute liegen müssen. Da haben wir uns schlecht angestellt. Hängen wir morgen oder übermorgen nochmal einen dran? Nein. Nee. Wozu? Okay. Aber wir werden wahrscheinlich am Mittwoch die ID verlängern müssen, weil Jakob dann nicht da ist die restlichen Tage. So. Ich bin Sonntag nicht da. Donnerstag bin ich auch da. Trotzdem verlängern. Dann gute Nacht, Leute. Wir müssen halt. Nächste Woche kommt halt der neue Raid auch raus, aber halt auf Normal und HC. Ich meine, HC werden wir wahrscheinlich schnell durchklatschen. Aber es ist halt trotzdem der Progress auf Ding wichtiger und wenn Jakob dann fehlt, keine Ahnung. Ohne dritten Tank geht's nicht. Jo, Dietzach, Hero, kannst du nicht weit machen. Ja, ich bin mal weg. Haut da, Leute. Ja. Ciao. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Ist offen, den White. Aber ich würde den Hero-Dings trotzdem noch so machen mit Blinder Meister und so weiter. Ist so viel Gear, was da noch droppen kann. Muss mal schauen, wie viel da sind und so. Das würde uns halt bei Szenarios auch ein bisschen weiterbringen, wenn er Vorleiter Gear rauskriegt. Jo. Gut, ich bin auch mal off für heute. Schönen Abend noch. Ciao. Ja, ciao. Ja, ciao. Ja, dass wir die ID verlängern müssen. Hm? Dass wir die ID verlängern müssen, ist halt scheiße. Hm. Also heute nicht angeht, ist ultra scheiße. Boah, ich finde diesen Boss behindert, ne? Ja, es ist ja irgendwie mit den Brambles ein komplettes Durcheinander. Und die Gilden, die den 10 Minuten gespielt haben am Anfang, die haben das mit den Brambles hingekriegt, eingeteilt. Und ich glaube, die können das besser
ablegen. Weil sie einfach besser stehen, vielleicht Positionen ausmachen, wo wer steht. Du musst es halt einfach machen, wenn du zum Beispiel Brambles hast, dass du dir da so ein Viereck hinlegst und einfach die ganze Zeit nur im Kreis läufst. Und dann zeigst du da halt einfach die kompletten Brambles auf eine Stelle. Ja. Ja, das Problem ist aber nach wie vor, also dass wir kriegen das ja auch gut hin, wenn die Brambles auf der gleichen Seite stehen, spawnen wie der Spieler, der anvisiert wird. Das Problem ist immer dann, wenn ein Spieler anvisiert wird, der auf der anderen Seite vom Spawnpunkt steht. Da stehen dann nämlich nur ein Spieler, da stehen dann immer 6-7 Spieler. Ja, aber da muss man auch eine Lösung finden. Gut, du hast die guten Gegner, ja, viel weniger Zeug gehabt, viel weniger Damage gehabt und kriegen es hin. Also da gibt es hier einen Trick. Und das ist die einzige Lösung, dass sich jeder Spieler einmal bewegt. Aber auch das ist ja an für sich nicht das Problem, weil an den Brambles wirklich Tode haben wir da nur in der letzten Phase. Und ich glaube, das schiebe ich eigentlich eher auf mangelnde Erfahrung da in der letzten Phase. Ich glaube, wir haben einfach gefühlt nicht genug Clear. Also nicht genug Leute, die clearen in der letzten Phase. Ja, ah, das kann sein. Ja, also in der letzten Phase sind ja zwei Brambles und du kannst auch als Mensch immer gar nichts machen. Im Feldboss-Video habe ich sogar gesehen, die lassen ihre Schurken auf Outlaw skillen, damit die Schurken dreimal hintereinander clearen können mit Outlaw. Ja, aber den Damage haben wir, glaube ich, nicht. Ja, das ist halt die Frage, da brauchst du halt auch den Damage dafür, das stimmt. Ich finde auch mal offline gute Nacht. Ja, die Sache im Fatboss Guide, die spielen dann anders. Die spielen dann mit 6 Heilern, glaube ich, oder? Ja, die spielen länger Taktik, klar. Aber ich meine nur, was das Clearen angeht.